Willkommen bei U25 Peer TV. Wir sind Julia Florian. und Lisa. Wir sprechen mit euch über Lebenskrisen und Suizidalität. Wir werden ab jetzt Videos zu diesen und ähnlichen Themen posten. Wir freuen uns auf euch. Wir möchten euch heute zunächst den Arbeitskreis Leben und das Projekt U25 vorstellen und im weiteren Verlauf auf erste Aspekte von Krisen eingehen. Der Arbeitskreis Leben in Freiburg kümmert sich um Menschen in Krisen und bei Suizidgefahr. U25 ist dabei das Jugendprojekt des AKL, das dadurch entstanden ist, dass Jugendliche und junge Erwachsene selten in der Beratung aufgetaucht sind. Das Besondere an U25 ist, dass Jugendliche und junge Erwachsene andere Jugendliche beraten und begleiten. Diese Beratung findet anonym und per Mail statt. Leider kommt es immer wieder vor, dass wir nicht alle, die bei uns in der Mailberatung anfragen, auch wirklich begleiten können. Deshalb kam unsere Peer-Beraterin Julia auf die Idee, in einem YouTube-Channel Infos zu posten, die euch in Krisen unterstützen. Sie wird euch nun einen ersten Input zu Krisen geben. In eine Krise kann jeder kommen, vor allem Menschen, die gerade eine große Veränderung in ihrem Leben durchmachen, zum Beispiel einen Schulwechsel, eine Trennung, Tod von Eltern oder Freunden oder auch Leute, die ein Trauma erlebt haben. Wir haben immer wieder Leute, die sexuelle Gewalt erfahren haben, so etwas zum Beispiel. Eine Krise kann schnell vorbeigehen. Manchmal passiert es aber auch, dass die Krise chronisch wird und daraus entstehen manchmal auch psychische Krankheiten, zum Beispiel Depressionen. Das heißt aber nicht, dass jeder, der eine Depression hat, auch an einer Krise steckt oder dass jeder Mensch, der in einer Krise steckt, automatisch eine Depression bekommt. Leider kommt es dann häufig vor, dass Leute, die sich in solch einer Situation befinden, keinen Ausweg mehr finden und denken, dass der einzige Ausweg ist, sich das Leben zu nehmen. Wir finden, dass jedes Leben lebenswert ist. Deswegen wollen wir euch mit unseren Videos informieren, euch begleiten und euch mit eurer aktuellen Situation helfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und bis bald!